Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, hier zurück bei uns am Set. Und bei uns darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen aus dem hohen Norden. Es ist Bischof Erik Warden aus Trondheim, Norwegen. Er ist Bischof von Trondheim, aber es ist eine Prälatur und keine eigene Diözese. Vielleicht sagen Sie was dazu. Erstmal herzlich willkommen, Herr Bischof. Herzlichen Dank, freut mich hier zu sein. Sie sind Zisterzienser bzw. Trappist, also Zisterzienser des strengeren Ordens, wie man sagt. So sollte es sein. So sollte es sein. Jetzt in einer neuen Situation, seit Oktober 2020 sind Sie Bischof, also auch nicht mehr in der Mönchsgemeinschaft hier. Vielleicht sagen Sie etwas zu Ihrem Werdegang und vielleicht auch zu dieser eben nicht Diözese, sondern Territorialprälatur Trondheim. Viele also, Fragen auf einmal, sorry. Kurz zum Werdegang. Ich bin 1974 in Norwegen geboren, bin dann mit 16 sozusagen ausgewandert. Ich habe das Abitur in einer internationalen Schule gemacht in Wales und der Plan war eigentlich, danach zurück nach Norwegen zu gehen und zu studieren. Bin dann in England geblieben, habe dort 10 Jahre an der Uni verbracht und bin danach mit 27 in die Zisterzienserabtei Mount St. Bernard eingetreten, wo ich es eigentlich vorhatte und erwartet hatte, dass ich bis an meinem Lebensabend bleiben würde. Dann kam im 2019 dieser für mich sehr überraschende Ruf und dann, wie Sie sagten, im Oktober 2020 die Bischofsweihe. Der Norweger ist in der Regel ja kein geborener Katholik, wenn ich das sage, oder auch nicht automatisch in die katholische Kirche hineingetauft. Automatisch gibt es natürlich nicht. Hm? Ich will sagen, es ist eine Minorität, die Katholiken. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Ja, also ich wurde wie damals die meisten Norweger lutherisch getauft und die Religion war bei uns also sehr wertgeschätzt, aber nicht besonders eifrig praktiziert. Und als ich dann mit so 15, 16 anfing, mir wirklich existenzielle Fragen zu stellen, fand ich die Antworten da in der Konfession, in der ich getauft wurde, nicht unmittelbar. Das ging dann zusammen mit meinem mit meiner Auslandszeit und da habe ich also völlig neue Perspektiven gewonnen und auch durch Lesen hat mich die historische Kontinuität der katholischen Kirche fasziniert und ich habe also dadurch meinen Weg gefunden. Mit 18 bin ich wohl in der Kirche aufgenommen. Und das war vielleicht können Sie noch dazu sagen, die Motivation, war das sozusagen die Überzeugung der Kirchengeschichte oder des Studiums der Kirchengeschichte, der Kirchenväter beispielsweise? Damit hat es angefangen, dann auch durch Freundschaften, also katholische Freunde haben wirklich ein tolles Beispiel gegeben, was das heißt, Christ zu sein und völlig Mensch und menschlich zu sein. Auch also sozial engagiert und sozial freundlich und lebendig. Und also dieses Beispiel eines integrierten Glaubens, ein Glauben, das wirklich Teil vom Leben ist und bleibt, hat mich angezogen und zieht mir immer noch an. Die Kirche in Trondheim, die Kirche in Norwegen, ist ja eine Diaspora-Kirche mit einer Minderheit. Vielleicht können Sie da ein bisschen die Situation schildern. Und es ist eine wachsende katholische Kirche durch die starke Migration. Langsam wachsend. Aber die Lage hat sich schon sehr in den letzten 30, 40 Jahren verändert. Wenn man über Diaspora spricht, also denke ich mir manchmal, die Kirche in ganz Europa ist wohl jetzt fast eine Diaspora-Kirche. Bei uns, also in der Diözese, sind ungefähr 20.000 Gläubigen, das ist wenig. Wir haben nur 5 Pfarreien in der Diözese. Aber die Gläubigen stammen aus mehr als 130 Nationen. Also da gibt es eine unglaubliche Vielfalt. Und ich finde das immer spannend und auch schön und irgendwie beschreibend für das Wesen der Kirche, dass man in dieser Situation der geografischen Diaspora die Katholizität der Kirche so deutlich und persönlich dargestellt sieht. Die große Herausforderung ist natürlich, daraus eine Einheit zu machen. Ich glaube, das klappt nicht allzu schlimm.
Sie sagen, in dieser Diaspora so viele verschiedene Nationen, Ethnien, die da zusammentreffen und gemeinsam den Glauben leben. Da ist ja dann auch sicherlich das Familienbild oft sehr unterschiedlich. Wie erleben Sie das? Ich würde sagen, ja und nein. Also Familienbild, christlich gesehen, da wir haben ja die grundlegende Geschichten durch die Bibel, die uns darstellen, was Familie ist und heißt. Und die Bedeutung dieser Geschichten darf man nicht unterschätzen, besonders in unserer Zeit, wo so viele Aporien bestehen, was Familie eigentlich heißt, denke ich, müssen wir uns immer wieder auf diesen Geschichten basieren und uns daraus erzählen lassen, wer wir sind und wer wir sein können. Aber natürlich ist das kulturell sehr unterschiedlich bedingt in einer solchen Vielfalt, die die unsere ist. Und welche Rolle spielt dann die christliche, die katholische Familie in dieser Diaspora als Ort, wo Kirche geschieht, wo Kirche gelebt wird? Die ist grundlegend. Und ich denke, also wir gehören ja alle zum Familienleben. Alle haben wir Familien. Und mir ist es wichtig, die Familien nicht so kategorisch zu marginalisieren, als ob es etwas Sonderbares so am Rand der Kirche war. Das ist einfach eine Kategorie menschliches und christlichen Lebens, das uns alle betrifft. Und also die Familien tragen die Kirche in einem Zustand, in einer Situation wie die unsere. Die Priester sind wenig, die Schwestern, die eine unglaublich wichtige Rolle gespielt haben im Aufbau der norwegischen Kirche durch ihre Arbeit und ihr Zeugnis. Also ich würde sagen, die norwegische katholische Kirche ist in einem großen Teil wirklich von Ordensschwestern aufgebaut worden. Das ist wirklich toll, aber von denen gibt es auch weniger. Und die Familien haben da eine Schlüsselrolle in den kleinen Hauskirchen, die eine Familie ja sein kann, und im Gestalten der Gemeinschaftsleben. Das heißt einerseits die Familie als Hauskirche, als Ort, in dem Kirche wirklich lebendig und sichtbar ist, die dann aber auch ausstrahlt auf die Pfarrei, auf die Gemeinde, auf die große Tatsächlich. Kirche. Und einfach etwas vom Charisma der ganzen Kirche ausstrahlt. Also der Heilige Vater sagt das immer wieder, sagt es auch gestern Abend. Der Kirche als solche hat die Berufung, Familie zu sein. Und daraus müssen wir uns kein Abstraktum machen. Mhm. Ich stelle das fest, da oben bei uns, dass die Familien, Eltern und Kinder, aber auch mit Großeltern und älteren Leuten wirklich sehr, sehr viel zu leisten haben und auch sehr viel leisten und es freudig machen. Kann man sagen, dass es in der speziellen Situation, gerade in Norwegen und in der Diaspora, wo, wenn man zur Kirche gehen will, ja manchmal Kilometer oder Stunden hingelegt, jemand wirklich weit weg ist von der nächsten Kirche, um an einer katholischen Messe teilzunehmen, an einer Eucharistiefeier teilzunehmen, dass das diese Kultur der Hauskirche auch befördert hat, beziehungsweise dass wir eben davon auch lernen können, dass sie aktiver ist oder tatsächlich mehr praktiziert wird? Ich denke schon, und das ist natürlich eine Herausforderung. Es gibt immer die Gefahr, dass wir uns der Kirche ein bisschen so konsumistisch verhalten. Also die Kirche ist da, die bietet ein Produkt an, ich gehe am Sonntag dahin und fahre dann nach Hause und mache dann ruhig weiter. In einem Diaspora-Zustand ist das nicht so einleuchtend. Und dann muss man, um diesen Schatz weiterzugeben, den wirklich zu Hause pflegen müssen. Und das fordert viel von Eltern, von Großeltern, eine wichtige Rolle haben, und auch von Kindern. Also es ist ja nicht jedem, sagen wir, 14-Jährigen offensichtlich, dass er oder sie um 11 Uhr sonntags lieber zur Kirche gehen soll als zu einem Fußballspiel. Aber dann muss man wirklich vermitteln können, dass hier was Wesentliches geschieht, was mein,
was den Sinn meines Lebens darstellt und auch mir selbst erklärt. Weil ich auch wirklich Stunden zum Teil auf mich nehmen muss, um eben zur nächsten Kirche zu kommen. Es gibt ja sozusagen das berühmte achte Sakrament, ist glaube ich das Café sozusagen nach der Heiligen Messe am Sonntag. Ich glaube, so wird es da genannt, das achte Sakrament. Das ist im Norden sehr wichtig. Genau, ich war ja in Trondheim, hatte das Glück, in Trondheim gewesen zu sein, als die neue katholische Kathedrale eingeweiht wurde und habe da das sehr eindrucksvoll miterlebt, wie man eben auch da zusammenkommt, Familien sich stärken, unterschiedlichste Ethnien zusammenkommen, aber es war gleichzeitig auch nach der Heiligen Messe wirklich eine schöne Gemeinschaft, die sich nachher dort gebildet hat. Ja, das ist sehr wichtig bei uns und funktioniert in den meisten Pfarreien und auch an den außenliegenden Stationen, wo ab und zu vielleicht zweimal im Monat eine Messe gefeiert wird, dass nach der Eucharistie auch eine gemeinsame Mahlzeit genossen wird, dass man sich zusammentrifft, dass die Kinder zusammen spielen können, dass man über Ernstes und Alltägliches sprechen können und damit wirklich eine Gemeinschaft entsteht. Und also die Kirche heißt ja Gemeinschaft. Also die Kirche ist im absoluten Sinne eine Communio, die auch einverleibt und inkarniert werden muss. Nochmal was zu den Norwegern unter den Katholiken. Ich hatte den Eindruck, als ich da war, dass viele der norwegischen Katholiken Konvertiten sind. Ist das nach wie vor noch so? Ich würde sagen, ja und nein. Also es gab ja, also katholisches Glaubensleben gibt es in Norwegen jetzt seit 150 Jahren nach der Reformation. Und vom Anfang an hat es ja Katholiken und katholische Konversionen gegeben. Und es kann auch jetzt passieren, dass man einen ethnisch-norwegischen Katholiken trifft, der fünfte Generation ist. So ich würde sagen, das ist weniger offenbar jetzt als vor 30 Jahren. Und wir sehen auch bei uns, woran liegt das? Also einfach, dass der Glaube weiter gegeben und getragen wird in den Familien. Und ich denke, die norwegische katholische Kirche ist viel weiter gekommen in der Inkulturation. Also ist nicht mehr so exzentrisch in Norwegen katholisch zu sein. Und das sieht man auch im öffentlichen Leben. Wir haben eine große Chance bei uns, wirklich sehr, sehr gute Laientheologen und Theologen zu haben, die auch in der Presse, im öffentlichen Diskurs sehr präsent sind. Und die haben eine wichtige Stimme, die, ich denke, auch allgemein geschätzt ist. So, wir sind weniger marginal als vor 30, 40 Jahren. Eine Frage muss ich doch stellen, die vielleicht nicht unmittelbar zusammenhängt jetzt mit dem Thema hier, was wir Familie haben, aber die Ökumene. Weil mich hat damals beeindruckt die Erzählung von einem Pfarrer, dem Egil Mokstad, dass er gesagt hat, er sei in der Nidarosdom, also dem Protestanten, dem lutherischen Dom, zum Priester geweiht worden. Sie sind in diesem Dom zum Bischof geweiht worden. Tatsächlich. Für Deutschland kann ich mir das sehr schwer vorstellen, dass beispielsweise der Erzbischof gut genügend Platz natürlich da, dass man aber in der Situation beispielsweise im Berliner Dom jemand zum katholischen Bischof konsekriert wird, sozusagen geweiht wird. Woran liegt das? Ich denke, das ist auch was Erstaunliches und hat mich sehr gerührt und das wurde uns angeboten von der lutherischen Kirche, als ob es ganz selbstverständlich wäre. Und ich denke da im Kreis der verschiedenen Kirchen und Konfessionen, also wir treffen uns regelmäßig, haben auch gute Gespräche, es gibt Freundschaften und was wir zusammen tun können, besonders im karitativen Bereich, tun wir auch zusammen. Also wir haben zum Beispiel eine sehr herzliche Zusammenarbeit mit der Heilsarmee. Und das finde ich wichtig und teuer. Das heißt, die Unterschiede werden nicht unter den Tisch gestellt, sondern es ist klar, aber man arbeitet da zusammen, wo man eben zusammenarbeiten kann. Tatsächlich. Wir versammeln uns nicht hauptsächlich, also tun wir auch ab und zu, um theologische Themen zu besprechen, sondern um zu sagen, wie können wir jetzt zusammen ein Zeugnis bringen, das auch was für unsere Gesellschaft, für unser Land, also Norwegen ist ein reiches Land, aber auch dort gibt es Arme. Und eine immer größere Anzahl von armen Leuten. Und da denke ich, können wir Wertvolles zusammen machen und machen wir schon Wertvolles zusammen.
Nun ist es ja vielleicht auch dieses ökumenische Miteinander eine Möglichkeit, um eben ja, Ressourcen gemeinsam einzusetzen und sie so eben auch gemeinsam zu wirken für Christus. Mich würde interessieren, jetzt wieder bezogen auf die Familie, auf die Familienbildung, die Begleitung der Familien, was bieten Sie gerade auch in dieser Situation mit der Diaspora und der Ökumene an für Familien, an konkreten Möglichkeiten, um als Hauskirche zu wachsen, um den Glauben gemeinsam zu leben und weiterzugeben? Also ich würde sagen, zuallererst das sakramentale Leben, das ist ja ein notwendigerweise ein Schlüsselpunkt. Und ich finde das auch schön und eindrucksvoll, wie viele Familien tatsächlich sonntags in der Kirche kommen und dass wirklich sehr, sehr viele Kinder dabei sind. Dann Gemeinschaft zwischen Familien und dann, ich denke dann besonders an junge Familien, also mit kleinen Kindern, die ja in einer Gesellschaft aufwachsen, wo Glaube also kaum erwähnt wird. Also wir können sie ein Milieu formen, in dem die Kinder den katholischen Glauben als etwas Selbstverständliches, Natürliches und Lebensförderndes erleben. Und da ist Spannendes los, denn also es gibt jetzt verschiedene Familien, die vereint Projekte machen, katechische Projekte, Lagern, gemeinsam Urlaub machen, Kinderlager, so etwas. Das ist sehr wichtig. Und dann denke ich, Unterricht und Katechese ist sehr, sehr wichtig. Und da haben wir in der Kirche wirklich phänomenale Ressourcen. Sie sagen das Sakrament wirklich als Ausgangspunkt jedes Bestrebens. Wie ist in diesem Zusammenhang auch dann die Zusammenarbeit von Priestern und Laien, von Priestern und Familien? Wir hatten ja gerade in der ersten Konferenz gehört über Hauskirche und Synodalität, also das Zusammenwirken oder das Teilhaben der Hauskirche, der Familie am kirchlichen Leben. Wie ist da die Zusammenarbeit zwischen Priestern und Familien? Also wenn ich das kurz so prinzipiell einrahmen darf, würde ich sagen, das sind ja zwei Berufungen, die sich gegeneinander voraussetzen. Und also in der Kirche gibt es ja hauptsächlich und grundlegend eigentlich nur eine Berufung, also die Berufung zur Heiligkeit, die Berufung zur Verwandlung meines Lebens in Christus. Und dann gibt es verschiedene Wege zu diesem Zweck. Und also die priesterliche Berufung hat eine besondere dienende Rolle. Aber für die gesamte Kirche und also wir tragen einander zusammen. Ich denke, die Tatsache bei uns, dass die Priester eigentlich immer wenig zahlreich gewesen sind, hat immer die Selbstverständlichkeit von der Zentralität des Beitrags von Familien gezeigt. Wie ich schon vorher sagte, die Familien tragen die Gemeinden. Und ich denke, also in jeder Zusammenarbeit, wie in jedem Verhältnis, gibt es Konfliktmöglichkeiten und Konflikte können und werden auch entstehen, aber die lassen sich auch lösen. Und ich würde denken, also ohne so ein rosenrotes Bild zu malen, würde ich sagen, da sehe ich eine gegenseitige Wertschätzung, die sehr groß und sehr herzlich ist, was ich natürlich als Bischof sehr schätze. Dass die Leute untereinander gut zusammenarbeiten und etwas Schönes und Wertvolles aufbauen können. Wir haben eben auch von den verschiedenen Ethnien gesprochen, also gerade die immigriert sind aus Polen, aus Eritrea, aus verschiedenen Ländern, die eben auch in Norwegen sind. Haben die jeweils Priester oder Geistliche aus ihrer eigenen Kultur heraus? Wie sieht da das Verhältnis aus? Einige, also das kommt ja von der gnädigen Vorsehung Gottes an. Und da gibt es, also zum Beispiel bei uns in der Prälatur haben wir etliche polnische Priester, die dort arbeiten und die natürlich die polnische Präsenz ist numerisch sehr wichtig und die machen in der polnischen Seelsorge eine tolle Arbeit, aber sind ja für alle da. Also man ist ja Priester nicht nur für eine kulturelle Gruppe. Und dann haben wir auch litauische Priester,
die regelmäßig hinkommen, dann auch eine liturgische Präsenz gibt es, die ist ganz wichtig. Ein eritreischer Priester kommt immer zu Ostern und dann, also andere, wenn Möglichkeiten entstehen. Aber ich denke, also diese Verbindung mit der Weltkirche und mit den verschiedenen Ausdrücken der Kirche, auch mit den verschiedenen Riten der einen katholischen Kirche, ist für uns eine große Bereicherung. Also zum Beispiel, dass man bei uns im katholischen Dom in Trondheim die Osterfeier im eritreischen Ritus mitmachen kann. Das finde ich eigentlich erstaunlich, aber auch sehr schön. Das ist ja wirklich eine fantastische Vielfalt, die sich da entfalten darf. Ich habe oft in Deutschland das Gefühl, dass muttersprachliche Gemeinden oft relativ abgekoppelt existieren. Also das ist dann die italienische Gemeinde, das ist dann die spanische Gemeinde, die Polen, die dann sozusagen oft mit der Pfarrgemeinde selber sogar relativ wenig zu tun haben. Ich höre jetzt aus Ihren Worten, dass Sie das wirklich auch, dass das in einem auch ein Anliegen ist und wichtig ist, dass man wirklich gemeinsam Kirche ist. Grundlegend. Ich habe das zuletzt in einem pastoralen Brief für die Fastenzeit wieder gesagt. Denn das ist ja immer eine menschliche Tendenz, dass wir uns in eine Gruppe zurückziehen, wo wir uns wohlfühlen, weil es vertraut ist. Ich denke, da haben wir den Vorteil, dass wir es einfach nicht genug von uns sind, um kulturelle Gemeinden zu formen. Also wir sind einander ausgeliefert, das kann schwierig sein, aber auch bereichernd. Also die Katholizität erlebt man dann bei Ihnen oder in Trondheim. Ob man es will oder nicht. Ob man es will oder nicht, ja. Aber man lernt sicherlich auch gegenseitig eine ganze Menge, bereichert sich dadurch auch. Es gibt noch ein besonderes Ereignis, was vielleicht noch gar nicht viele wissen. Ende Juli startet EBTN Norwegen. Das ist ganz Erstaunliches. Welche Bedeutung haben die Medien für die Kirche, für die Evangelisierung? Also ich sehe das immer wieder. Ich denke, die Medien haben eine Schlüsselrolle, aber die persönliche Begegnung bleibt grundlegend und wirklich fundamental für die Weitergabe des Glaubens. Aber die Medien können sehr viel tun, um Begegnungen zu ermöglichen. Und da haben wir also bei uns in der Prälatur ein Hauskirchenradio fing als Hobbyprojekt an. Von einem Ehepaar ging die Initiative aus. Und also dieses Projekt hat in den letzten 2 Jahren wunderbar gewachsen, haben auch ein sehr reiches Programm entwickelt und hat auch schon eine gewisse Zusammenarbeit mit EWTN gehabt. Und ich freue mich über diese, wie ich sie erlebe, sehr, sehr freie und sehr respektvolle und auch sehr bereichernde Zusammenarbeit. Und ich finde das schön, dass das weitergeht. Also wir freuen uns auch über den Familienzuwachs. Also die Kirche, Sie haben es auch beschrieben, ist im Grunde eine große Familie, eine große Communio. Wir sozusagen als EWTN fühlen uns auch als entsprechende Familie und es ist doch wirklich auch erstaunlich, wie in vielen Ländern, auch jetzt in Europa, eben EWTN wächst und auch da zusammenwächst und hilft, den Glauben wirklich zu verbreiten, zu evangelisieren. Vielleicht noch, was erwarten Sie hier von den Tagen? Sie sind hier ja auch mit einer Delegation, mit Familien aus Schweden, also im Grunde aus dem Norden. Norwegen, Finnland und Island. Ja, vielleicht sagen Sie noch was zu denen, die mit Ihnen gereist sind hierher. Also ich habe die noch nicht alle getroffen, denn wir sind erst gestern Abend gelandet. Aber es gibt einen Priester aus Finnland, dann eine Familie aus Schweden und eine norwegische Familie. Ich denke, es gibt ja sehr, sehr viele Impulse, die vorausgesehen sind im Programm für diese Tage. Und auch gestern Abend war das schön gestaltet in der Aula. Und ich fand das durchaus sehr interessant gestern. Es gab ja 5 Familien dort, die in der Gegenwart des Heiligen Vaters ein Zeugnis gaben. Und das waren nicht bloß rosenröte Zeugnisse. Mich hat besonders beeindruckt ein kongolesisches Ehepaar, das wirklich ganz, ganz offen von einem tiefen und eigentlich gewaltigen Konflikt erzählt haben. Ich fand das erstaunlich mutig, um dann zu sagen, wie sie den Weg
zur Versöhnung und Vergebung gefunden haben, um neu anzufangen. Und also ich finde solche Zeugnisse, solche Begegnungen unsagbar wichtig, dass wir uns sagen können, auch also im Lichte des Evangeliums und nach der Lehre und den Verheißungen Christi, auch wenn das schief geht, ist die Gnade da, um uns zu erlauben, neu anzufangen. Also für niemanden ist es zu spät, Vergebung. Überhaupt und, nicht. Genau, Vergebung. Und Gott sei Dank. Vergebung passiert ja auch, oder ist im wesentlichen Punkt natürlich in der katholischen Kirche, im Beichtsakrament, die sozusagen in unserer Kulturregion oder im Westen ziemlich verloren gegangen ist. Wie sieht das in der Praxis in der Diaspora oder in Norwegen aus, speziell in Ihrer Diözese? Also es gibt wohl keine große Schlangen vor dem Beichtstuhl, aber ich würde sagen, dass wir, also das Sakrament wird schon gepflegt und ist ein wichtiger Teil im Glaubensleben vieler Leute. Aber ich denke, da müssen wir, und ich denke, das ist vor allem für die Bischöfe und Priester eine Aufgabe, wir müssen einfach bessere Reklame machen und den Leuten sagen, was für ein wunderbares Geheimnis das ist, dass es möglich ist, ganz, ganz konkret die Versicherung der Vergebung des Herrn durch einen schwachen Diener der Kirche zu empfangen. Und ich denke durchaus, dass Realismus der Sakramente müssen wir besser vermitteln können, um uns selbst und anderen zu sagen, dass sie uns ermöglichen, wirklich die Kirche nach ihrem Ruf als Corpus Christi zu gestalten, nicht nur im symbolischen Sinne, aber ganz, ganz einverleibt und konkret. Ist das sozusagen der Kernpunkt der Zusammenarbeit zwischen Eheleuten, zwischen Familien und Klerus? Das ist ja so gerade auch heute ja in dem momentan schon angelaufenen, aber Forum auch immer das Thema. Also die Zusammenwirken der Seelsorger, des Geistlichen mit den Familien. Ja, ich denke schon. Aber ich würde das nicht auf einen Kernpunkt einfach zurückführen, denn ich glaube, es gibt so viele Kontaktpunkte. Aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Familien, besonders die jungen Familien, den Priestern, den Bischöfen der institutionellen Kirche sagen, was sie benötigen und was ihnen helfen wird, ihr Familienleben im Dienst der Kirche eifrig und freudig zu gestalten. Und ich finde, das tun die Familien auch und das ist hilfreich. Also eigentlich auch wieder, um diesen Bogen zu schlagen, ein Wegkommen von einer Konsummentalität, sondern auch selber hingehen und sagen, und wirklich, das brauchen wir von euch. Und sich in diese, um es theologisch zu sagen, in diese Ökonomie der Gnade sich einzuleben, in diesem wunderbaren Zusammenhang der Kirche, wo wirklich alles Geschenk ist. Was hoffen Sie sich von diesem Weltfamilientreffen mit in Ihre Diözese zu nehmen? Also ich bin gespannt auf den Vorträgen, den Austauschen. Dann würde ich nicht zu viel hervorgreifen. Ich versuche einfach offen zu sein, was uns in diesen Tagen geschenkt wird. Aber schon, also ich hab tolle Begegnungen, tolle Gespräche gehabt. Und das gehört zur Essenz der kirchlichen Erfahrung. Und gibt auch mir neue Kraft und neue Energie. Und Zuversicht, dass der Geist Christi wirklich in der Kirche wirkt. Auch jetzt. Ja, herzlichen Dank, Bischof Erik Warden.